Neuer Tag, neue Season 2 Leaks heute aktuell, kommt eigentlich täglich was rein. Wir haben die letzten drei Battle Pass Skins, Gameplay Mechanics, Waffen, die reinkommen tatsächlich. Eine Menge Stuff, eine Menge gespoilerter Stuff. Ich versuche das ein bisschen zu reduzieren für das, was da jetzt erst in den nächsten Tagen relevant ist und so weiter, weil was irgendwie haben die Leaker ein bisschen zu wenig Sachen in letzter Zeit oder Aufmerksamkeit bekommen und versuchen jetzt alles rauszuhauen, was Fortnite in den nächsten 5 Jahren gefühlt plant. So fühlt sich das an. Nichtsdestotrotz rattern wir erstmal direkt den Battle Pass runter. Ne? Wir haben ja bisher schon eine Version des Battle Pass bekommen. Die restlichen 3 Skins sind bekannt und machen den Battle Pass in meinen Augen noch besser. Ne? Deswegen gehen wir hier einmal kurz durch. Wir haben einmal diese, ja, wie soll man die nennen? 3D-Brillenfrau oder sowas. Ne? Die hat eine 3D-Brille an und so weiter. In meinen Augen auch eines der Schwächeren. Aber ich weiß, dass es natürlich Menschen geben wird, die die mögen. Von daher muss ihr das selber entscheiden. Ne? Die zweite Frau, eine tatsächlich, ja, wie soll man sagen, so ein Wasserfächer? Die hat so einen Wasserfächer in der Hand und so weiter. Und einen sehr, sehr interessanten Artstyle. Ich bin gespannt, wie es sich dann natürlich in-game aussieht, weil das sind jetzt nur die Zeichnungen. Die wurden halt einfach nur gemalt. Wie es dann letztendlich im Spiel aussieht, in einer 3D-Grafik mit Schatten und so weiter. Das könnte noch interessant werden, da ändert sich auch der Look natürlich teilweise extrem. Und dann der nächste Skin, eines meiner Favoriten aus diesem Battle Pass, ist dann die grüne Samurai-Frau. Richtig, richtig, richtig insaner Stil, ne, mit den Galaxy-Haaren oder dem Kopf, der so am Rauchen ist. Auch da bin ich richtig gespannt, wie das dann in-game aussehen wird. Und somit sind alle 8 Skins vom Battle Pass jetzt schon mehr oder weniger raus. Also ich bin mega happy mit dem. Ne? Ist genau mein Stil, sage ich mal. Ne? Diese ganze Neo-Tokyo-futuristische Cyberpunk-Geschichte spricht mich mega an. Und deswegen sind da sehr, sehr viele Designs bei, die ich sehr krass finde. Und selbst wenn es mich nicht angesprochen hätte, aus objektiver Sicht haben wir hier Skins mit sehr, sehr, sehr speziellen Designs. Optiken, die es nicht so ein 0815 Militärskin ist. Mit einer Cargohose, der dann rumläuft und da 2 Taschen hat. Oder sowas. Ne, das sind richtig originelle Ideen, die da umgesetzt werden und auch sehr kreative Ideen teilweise. Und das muss man Fortnite zusprechen. Natürlich, wenn ihr sagt, hey, der Battle Pass, der gefällt mir. Oder zum Teil. Ne, selbst nur wegen vielleicht 1, 2 Skins lohnt sich ja das ja so oder so schon, weil man eh die V-Bucks wieder bekommt. 8.3. um 13 Uhr startet der große Charity-Stream. 24 Stunden lang werden wir reinstreamen. Wann auch immer die Season dann startet, ob es dann am 9. ist oder am 10. oder was auch immer, wir werden ab dem 8.3. komplett durchstreamen. Bis in die, sobald die neue, ne, Season startet und so weiter. Ne? Und jeder mit einem Sub oder der halt einen Support rausgibt, hat die Chance, ein gratis Battle Pass zu gewinnen. Und natürlich alle Einnahmen gehen an wohltätige Zwecke. Einmal Make a Wish, die sterben kranken Kindern hilft, nochmal einen Wunsch zu erfüllen und an den Deutschen Tierschutzbund, um da natürlich mal auch Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, beziehungsweise auch ein Zuhause zu geben. Macht euch einen Termin, nächste Woche geht's los. Dauert nicht mehr lange, Leute, sind nur noch knapp 4 Tage. Das ist Punkt Nummer 1, ne? Das ist doch schon mal schön. Übrigens, ne, ihr habt nur noch ein paar Tage, um Gratis-Items abzuholen. Und aktuell gibt es eine Menge, sei es von Boxer-Skin oder was auch immer. Eines solltet ihr euch aber merken, am Wochenende jetzt gibt es das FNCS-Finale. Das große Finale für diese erste Season, wo dann natürlich die besten Spieler gegeneinander antreffen. Wir werden das live auf Stream natürlich auch casten. Und natürlich werdet ihr während dieses Finale Samstag und Sonntag auch den letzten Ladebildschirm von FNCS gratis freischalten können. Deswegen könnt ihr gerne bei mir auf Twitch vorbeischauen, ne, auf twitch.tv/hastein. Wäre auf jeden Fall nice. Wir machen natürlich auch anderes Programm. Final Fantasy 14 steht gerade in den Startlöchern und. Deswegen probieren wir da ein bisschen mal raus und dann verteilen wir auch noch ein paar Gratis-Items für euch. Zu den nächsten Gameplay-Sachen, die dann in der neuen Season rauskommen sollen, da hatten wir bisher eigentlich nur Vermutungen, weil halt daran gearbeitet wurde und so weiter. Aber Wallrunning, also auf Wänden laufen, soll wirklich in Season 2 reinkommen. Wie das Ganze aussieht, wie, was für ein Tempo man dabei hat, wie der Abstand ist, ob man dabei nochmal von der Wand abspringen kann. Angeblich soll es einen Wall-Kick geben, also dass man sich von der Wand abspringen kann und so weiter. Wäre dann ja ähnlich wie mit der Schattengranate. Ne? Mit der Schattengranate kann man ja auch zwischen Gebäuden hin und her springen und so weiter. Aber man kann da nicht auf Gebäuden rennen, zum Beispiel. Deswegen, da muss man noch schauen, wie das Ganze reinkommt. Also wieder eine neue Mobility-Sachen. Stand aktuell auf der Fortnite-Karte würde ich sagen, macht das nicht so sehr Sinn. Ich meine, guckt euch mal jetzt hier diesen Ort an. Wo willst du hier Wallrun? Da ist ein kleines mittelalterliches Häuschen mit 2 Meter Wand. Ja, bis nach 2 Meter bist du schon wieder auf dem Boden.
Aber wenn man dann sich dann von der Wand abstützen kann, kann man natürlich somit ein bisschen höher kommen, als wenn man halt nur normal springt zum Beispiel. Ne? Könnte ein ziemlich flottes Tempo wiedergeben, ne, dem ganzen Spiel. Allgemein wird das Spiel ja deutlich schneller bei der ganzen Geschichte. Aber sobald, ne, wenn es so weitergeht, haben wir echt bald keine Beweglichkeitssachen mehr, die man in das Spiel reinpacken kann. Da sind bald fast alle Mobility-Sachen drin, die man jemals hatte. Das wird auf jeden Fall reinkommen. 15 neue Perks reinkommen, beziehungsweise Realitätserweiterungen. Da haben wir bisher nur so ein paar Namen, das kann man sich jetzt nur ein bisschen fantasieren. Zum Beispiel Amphibious Assault, hört sich so an, als wenn du im Wasser bist, also Amphibie, ne? Dass du mehr Schaden machst, dann ein Finisher, was auch immer das heilen soll. Dumpster Diving, sprich, wenn du in einem Müllcontainer landest, kannst du für dich vielleicht heilen oder sowas. Wenn man Seilrutschen benutzen soll, kann man sich heilen und so weiter. Anhand der Namen kann man sich da jetzt ein bisschen was fantasieren, aber ich denke mal, das ist jetzt, wird das Spiel einfach weiter ergänzen mit den ganzen Perks, so wie es in dieser Season halt angefangen hat. Da setzen die das System natürlich da weiter vor. Viel cooler dabei anscheinend. Und das mit bisschen Vorsicht zu genießen, weil die Leaks stammen von iFireMonkey und der macht gerade ein paar komische Sachen. Deswegen sage ich ganz klar, Leute, ein bisschen mit Vorsicht, aber ein neues Katana soll in das Spiel reinkommen dann. Halt, ne, nicht als Spitzhacke, sondern wirklich als Waffe. Statt ein Hammer. Statt mit dem Hammer zu schlagen, hast du jetzt ein Messer, mit dem du schlitzen kannst. Ob das Ding wirklich geil wird oder nicht, müssen wir schauen, was daraus wird oder nicht. Ne, weil Nahkampfwaffen haben wir in Creative so oder so schon. Wir haben dort ein paar Schwerter und so weiter und super stark sind die da nicht. Kann man benutzen, ne, musst du halt jemanden überraschen und in den Nahkampf gehen, dass du da wirklich einen Vorteil daraus hast. Aber würde natürlich zu der neuen Season passen und deswegen nehmen wir, denke ich, mal hin. Ne? Mit einem Katana die Leute wegzusäbeln, ist sowieso stylisch, mag jeder. Ich wüsste nicht, wer das mag. Wenn das jemand nicht mag, dann musst du lernen, das zu mögen. Das ist das Gesetz. Katana hat man zu mögen. Hatten wir das schon nicht bei Naruto? Nee, bei Naruto hatten wir die Kunais, die konntest du schmeißen und die sind explodiert. Ein Katana ist ein Schwert. Ist ein Unterschied. Dabei ist aber, dass China bisher wirklich mit keinem Wort und so weiter, was First-Person-Modus angeht. Deswegen würde ich hier in diesem Sinne die Ego-Perspektive und so weiter für die Season 2 weglassen. Sieht nicht so aus, als ob die wirklich direkt aktiv ist neben den ganzen Wandrennen und Wallkicks und was auch immer, dass wir dort die First-Person-Geschichte bekommen. Außer die halten noch ein paar Sachen zurück, um halt Tag für Tag ein paar neue Geschichten rauszubringen, anstatt direkt alles am ersten Tag. Deswegen in den nächsten Tagen werden natürlich vielleicht weitere Sachen reintrudeln. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo-Button, wenn euch das Video wieder irgendwo empfohlen wurde, wäre das natürlich nice. Da habt ihr das, denke ich mal, schon mal safe in der Tasche. Dann haben wir natürlich noch ein paar Sachen. Das kann man sich natürlich schon vermuten, aber Star Wars Tag am 4. Mai gibt es ja auch. Und anscheinend soll in der Season dann im Laufe der Zeit auch ein paar neue Star Wars Sachen bringen. Ne, es sind schon so einige Sachen geleakt worden, die lasse ich aber aus diesem Video halt heraus. Weil ich nicht will, dass zu viele Überraschungen, sage ich mal, schon bis Mai bekannt sind. Das wäre ein bisschen viel. Ne, deswegen. Aber es soll Star Wars technische Sachen passieren, deswegen, da kann man sich drauf freuen. Aber ist, denke ich mal, nichts, was man nicht im Kommen gesehen hat, ne? Weil der 4. Mai ist nun mal der Star Wars Tag und der ist nun mal auch mitten in der Season 2. Von daher können wir das, denke ich mal, stehen lassen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten dann noch, was Farben angeht, wo man sich schwer was runter vorstellen kann. Zum Beispiel sollen Autos eine neue Variante bekommen für die Neo City oder Neons. Ne, zum Beispiel, dass Autos dann Deep Blue sein sollen oder Pink Blast. Kannst du nichts runter vorstellen. Ist halt bekannt, ich drop's das mal in das Video rein, dass das Auto ein paar neue Farben bekommen sollen. Ne, neben diesem Zukunftsbike, was wir natürlich auch haben. Ihr wisst nicht Bescheid, worüber ich rede. Oben rechts auf das i klicken. Ja, wir haben, ne, am besten die letzten 3, 4 Videos durchschauen. Da gibt's tagtäglich aktuell einen kompletten Batzen. Ich werde noch kurz vor Season 2 natürlich ein Zusammenfassungsvideo mal rausbringen mit allem, was wir wissen. Ne, mit all, was jetzt in ganzen unterschiedlichen Videos einzeln drankam, dass wir das alles in einem kompakten Video haben. So, und dann natürlich werden neue Versionen von Waffen gearbeitet, wie neuen Shotguns, Assault Rifles und so weiter. Das ist, denke ich mal, jetzt nicht so der krasse Leak oder sowas. Also ihr seht, da kommen auf jeden Fall wieder so einige Sachen zusammen. Und wenn ihr jetzt auf der rechten Seite das Video anklickt, dort findet ihr das weitere Video mit Geschichten zu der Map, mit Neo Tokyo, Lucky Landing und so weiter. Wird euch gefallen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr es gesehen habt, dann wird es euch nochmal gefallen. Dann kriegt ihr vielleicht noch mehr Lust drauf auf die neue Season. Like-Button und Abo-Button, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und ihr jetzt natürlich ein bisschen schlauer unterwegs seid in Fortnite, wäre nice und gebt mir Flasse. Flop!